Und willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Lass uns stehen geblieben. Wir haben unsere nächste Mission bekommen. Wir haben eine nächste Mission. Und die wollen wir doch jetzt machen, ehe wir mit der Ernte beginnen. Ich freue mich komplett falsch. Scheiße. Ja, ich bin mal gespannt, wie schnell wieder das Ziel erledigt kriege mit dem Traktor, mit dem RPS. Und dürfte auch schneller mähen können. Ganze verwirrt. La 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 la. Ich fällt die ganze Sinn heute hier. Wie gesagt, Björn und Martin ist eingezogen, da konntest du sehen, was das demnächst. Wie demnächst, wo demnächst vor allem hier. Können wir mal schon ungefähr 23 später ins Grasfeld holen werden. Wenn wir in die Milchwirtschaft einsteigen. Die Milchproduktion. So, dann lassen wir müssen noch etwas weiter drauf und gucken, ob wir mehr Missionen haben. Und die Transportmission, also Teilemission, nenne ich es jetzt einfach mal, lassen wir mal außen vor, bis dass wir ein bisschen mit auf Lager haben. Ich würde auch lohnen, die Mission schnell anzunehmen. Das ist leider ganz einfach. Und ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, habe ich Outer City gestartet. Muss man gerade gucken, einen Moment mal gerade. Ja, habe ich. Habe ich auch gestartet. Ja. Ja, lobenswert. Mach noch was falsch, oder? Ich muss schon ein bisschen nacharbeiten jetzt am Rand. Wird auf jeden Fall schneller, habe ich das Gefühl, ne? Damals schon. So. Wunderbar, setzen wir jetzt einen Helfer an, mit der anfangen kann zu arbeiten. Das Problem, weil dann müssen die Felder irgendwie ein bisschen verbessern, erhöhen. Vor allem weiß ich nicht, was ich mit Feld 1490 später machen soll. Ich kann die nicht miteinander verbinden. Das wird schwierig. Das wird verdammt schwierig werden. Ja, jetzt nicht mit Brücken. Wäre noch. Flachkörper. Was ist das noch gar? Das muss nicht unbedingt sein.
Halleluja. So, dann starten wir mal Meterscherhelfer. Während der läuft, jetzt schon mal was anklicken. Was ist der nächste Mähdrescher, den wir haben könnten? Der hat ein Fassungsvermögen von 9000. So. Was haben wir hier? Der ist für 2000. So. 2000 Liter. 4, 3, 4, 2000 Euro. So. Jetzt gehen wir mal gucken, was haben wir vergleichbar mit 12.000 Liter. Wäre der hier für 380.000. Gut, der hat 330 Liter mehr. Aber für 324.000 Euro nur. So, der hat 14.500 Liter und hat 400, kostet 430.000. Habe ich zwar zum Vergleich zu anderen 2.500 Liter mehr, aber ich muss viel, viel mehr aufhören. 2.500 Liter, das ist fraglich, so, das ist die Frage. Was haben wir für Schneidwerksbreiten? Also wir machen jetzt nochmal die Probe auf Example. Der hat 14.500 Liter zu 430.000 Euro. So. Und den haben wir, also das muss ich gerade gucken. Schneidwerke. So. Dann mal eine Schneidwerkbreite von 13 Meter und 7. Und der hat eine Ausfahrt von 9 Meter nur. Okay. Das ist mir eigentlich gar schon ganz klar, weil 9 Meter Arbeitsbreite, das ist mir was wenig. Gut, ich kann mit dem Zug. Man wird im Moment noch gut arbeiten, weil wir haben im Moment noch das Ding, das 7 Meter. Würde ich sagen, behalten wir den aber so lange, bis wir uns den New Holland direkt holen. Würde ich sagen. Mal gucken, was wir da machen, wie man da macht, vor allem Dinge. Und kommt, ich stelle erstmal wieder da hinten ans Anschlagbrett. Mal eventuell alle Scheiben kaputt. Ja, jetzt war nur ein krasser Gasort da. Da Dings weg mehr. So. Soll ich abwarten. Und jetzt nicht. Der bleibt auf jeden Fall an dem Hänger dran. Wir gehen hin und fahren das den Flug holen. Nicht von einer Verbindung auch wirklich die Felder nicht hundertprozentig. Gut, 6, 12, 16, 17, das kann man natürlich miteinander verbinden. Müssen wir mal schauen, was wir da machen, wie wir da machen. Ansonsten Feld, man ich jetzt nur noch verbinden, nicht wirklich. Ich kann es nicht zu einem großen Feld machen, aber 23 würde ich jetzt
als Feld haben für Gras, und das groß genug, also genug Ballen drauf zu machen. Langes Spiel, da sind wir schon 10 Stunden dran, oder 100 Stunden? Egal, keine Ahnung. So, du musst mit dem Doktor noch nachkommen, den Flug. Aufhören können wir natürlich nicht. 3S. So, bringen wir den Stack rüber zum Feld 19 oder 15, nein, ich muss ja da ein bisschen rentieren. Das muss ich wirklich ein bisschen vorziehen mit der Größe des Felds, weil die haben halt, weil da die Masse so klein ist, der Ertrag. Dort nachgucken noch. Nur Beispiel fahren. Das müsste ich mittlerweile im Kopf haben. Das heißt, 20, 15 werden zum zum Rapsfeld. Weizen, Gerste geht auf Feld 14, Weizen geht auf Feld 19. Hier schon mal hier hin. So, sieht das schon mal perfekt. Dann gehen wir hin und holen uns schon mal die Sämaschine. Gehen einfach mal ein zweit. Man muss dann aber auch noch mal gerade nachfüllen. Da ist immer viel dran. So, gestern hat man gesagt, wo noch was fällt. Man weiß jetzt genau, Feld 19, weil immer noch den meisten Ertrag bringt. Damit das da ein bisschen höher wird. Da ist. Gleich soweit. Entweder verkaufe ich die Felder, dann wieder ich dann die Größe mehr holen kann. Oder so spaltet er die Sache noch nicht. So, 1000 Euro. Naja. Knapp 2000 Euro. Upsa. Schau mal, wie bald geht denn jetzt? War nochmal witzig. Dann schreiben. So. Jetzt kommt erstmal das Gefühl noch an. Dann schicken wir die Fahrer. Und fährt noch. Weißt du, die Zahlen da oben nicht. So,
Ich verblöde hier einen Bunker. Ah, ist jetzt voll wunderbar. Ich fahre die Spur gerade zu Ende und tue ich gerade Wechsel. Was heißt hier wechseln? Leer machen. Einmal leer tanken bitte. Da hätte ich mit den normalen, mit anderen Starter-Traktor, Mähdrescher, die wir sonst hatten, nie im Leben machen können. Jetzt schon hier mit so einem großen Kipper. Ja, muss man das jetzt auf die Feldvergrößerung gehen erstmal. Wir haben größere Felder und so alles. 26 Surfkörper nehmen und 16 Einsatz übernehmen, um miteinander zu verbinden. Um dann Weizen Gerste etc. zu machen. Weizen haben wir ja schon mit 15, 16 jetzt. Da heißt es gucken und später entscheiden. Aber da ist mit den Feldern hier, die Felder sind nicht gerade einfach jetzt auszuwählen, wie man was macht, wo was macht, vor allen Dingen. Wunderhübsch. Wunderhübsch. Lalalala. Lalalala. Da kommt auf jeden Fall zugesprochen, das ist schon mal viel, viel wert. Finde ich. Später natürlich, wenn wir später wieder die Kondor haben sollten, werde ich dann natürlich wieder mit dem Helfer arbeiten. Das steht außer Frage. Genau, ist schon einfach mit den kleinen Feldern, aber naja. Muss sich bald ändern, hoffe ich mal. Ich hoffe, wir schaffen das diese Woche noch, die Felder miteinander zu verbinden. Und wie gesagt, mache ich das hier auch ein bisschen selber noch. Um Geld zu sparen. Diese Folge werden wir vielleicht nicht mehr schaffen. Die nächste Folge vielleicht. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Schauen wir die nächste Folge hin. Nur sobald ich abgeerntet habe. Ich hätte auch eine Quersprung gerade ziehen, da mit dem Mähdrescher. Und solange der dann seine Runden zieht, kann ich dann hingehen und schon mal Pferde miteinander verbinden. Hier noch aktiv teilen muss ein bisschen, ein Kreis. Ja, nächste Folge werden wir auf jeden Fall hiermit fertig. Da ist jetzt nur noch eine Sache von 5 Minuten, sag ich mal. Da ist das Feld hier fertig. Düngen können wir dann in der Zeit, wo die Zeit vorläuft, kann der Helfer hier gerade düngen. Das ist ja auch schnell gemacht, Gott sei Dank. Da muss auch eine letzte Spur jetzt sein. Ja, das ist die letzte Spur, die wir machen. Aufpassen, dass ich jetzt in den letzten paar Sekunden jetzt noch hier einen Fehler reinhaue. Nein. Ah. So. Ja, ich weiß. Schnauze.
So. Wir machen die Spur noch zu Ende, lassen den Head noch gerade die Spur fertig machen. Können den Schlingsfolge komplett schnell durchlegen, vorlegen, losstarten. Und ja, ich würde sagen, für heute mal durch. Ich würde sagen, wenn euch gefallen hat, schaut auch morgen wieder ein zu einer neuen Folge von Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015 Gold Edition. Bis dahin, ciao!